Herzlich willkommen, meine Damen, meine Herren, zu Ihrem Mikno Daily hier am Mittwoch, kurz vor dem Feiertag, dem Vatertag, ja, am morgigen Donnerstag. Ja, der DAX hält sich noch relativ wacker, kurz über der Marke von 11.000 Punkten, bei 11.070, leichter Abschlag, 0,05%. Aber da kann es heute Nachmittag dann doch nochmal runtergehen, muss man sagen. All dieweil vor den Feiertagen, vor verlängerten Wochenenden ja vielfach schon mal Kasse gemacht wird, Geld vom Tisch genommen wird, so dass man dann halt eben auch ein bisschen Sicherheit hat. Ja, allgemein wird heute allerdings eher das Thema der Impfstoffe, der Medikamente auf dem Parkett diskutiert. Die Unsicherheit über medizinische Schnellerfolge, die herrscht heute in Frankfurt im Handelssaal vor. Na gut, dass das ganze Thema Covid-19 nicht so schnell erledigt ist, natürlich auch nicht so schnell Impfstoffe, Medikamente gefunden werden, sollte jedem klar sein. Aber zu Anfang der Woche hat man vor allen Dingen eine Aktie nach oben getrieben, einen Wert gehypt. Das Unternehmen Moderna lag da ganz, ganz weit oben. Heute scheinen da allerdings eher die Skeptiker und die Zweifler am Werk zu sein, dass das ganze Thema doch nicht so schnell tatsächlich durchzuführen ist. Die Aktie von Moderna verliert heute 7,4% auf 62,34 nur noch. Zudem schauen wir natürlich immer wieder auch in die Vereinigten Staaten rein, in die USA. Ja, und da hört man natürlich, dass der Arbeitsmarkt verheerend aussieht. Über 36 Millionen Amerikaner aktuell ohne Job, so dass mittlerweile schon Zahlen ausgerechnet werden, dass die Arbeitslosigkeit bis an die 20% betragen würde. Ja, dabei hatte Donald Trump doch alles daran gesetzt, gerade die Arbeitslosenquote massiv nach unten zu drücken. 3,6, 3,8% hat er sie schon gehabt, aber da macht auch ihm jetzt Covid-19 einen ordentlichen Strich durch die Rechnung. Ja, heute jede Menge Hauptversammlungen, aber halt eben alle nur virtuell, wie zum Beispiel die Deutsche Bank gar oder SAP müssen da heute ihre Hauptversammlungen aber ohne Live und ohne Aktionäre abhalten. Apropos SAP, ja, da scheint sich ein bisschen Unmut breit zu machen über den Wechsel innerhalb des Managements, und zwar dadurch, dass viele Manager dort gegangen sind, wie halt eben seinerzeit der CEO Bill McDermott, dann Michael Kleinmeier noch dazu, Stefan Ries und dann zum Schluss auch noch Jennifer Morgan. Naja, und jetzt haben die Aktionäre dann doch dazu aufgerufen, den aktuellen CEO Christian Klein dann doch mal Ruhe ins Management, in die Führungsriege hineinzubringen. Verständlich wohl, bei so viel Wechseln kommt natürlich auch immer wieder Unsicherheit und Unruhe auf. Ja, ansonsten schauen wir natürlich auch Deutschland, auf die deutsche Lufthansa. Ja, die drängelt allmählich, wie es denn aussieht mit den staatlichen Hilfen und mit der staatlichen Unterstützung. Der Staat soll ja hier angeblich 9 Milliarden Euro bereitstellen, dass man halt eben hier gut aus der Krise herauskommt. Man hat ja schon gehört bei der Lufthansa, von den 760 Flugzeugen stehen ja 700 aktuell am Boden. Naja, und der CEO Carsten Spohr hat ja schon gesagt, von 100 der Maschinen würde er sich gerne trennen, also verkaufen, zudem auch noch Personal zur Disposition steht, und das in der Höhe von immerhin 10.000 Kranich-Mitarbeitern. Ja klar, der drängelt natürlich, und man weiß natürlich auch noch nicht genau, wie halt eben die Bundesregierung das ganze Thema sich annehmen will. Es hieß mal, 25% bekäme der Bund plus einer Sperrminorität von einer Aktie dann mit dazu. Und dafür könnten dann auch die 9 Milliarden Euro in die Lufthansa hineinfließen. Aber wie gesagt, beschlossen ist ja noch gar nichts. Und deswegen wird halt eben die Lufthansa aktuell etwas unruhig. Ansonsten hatten wir gute Nachrichten, auf jeden Fall Empfehlungsnachrichten für Fresenius und Fresenius Medical Care. Morgan Stanley setzt beide Aktien rauf, hat sie beide neu bewertet, zeigt der Daumen nach oben. Beide Aktien sind für die Analysten von Morgan Stanley ein Kauf. Das heißt also, Fresenius und Fresenius Medical Care
die beiden defensiven Werte heute hochgelobt. Ja, ansonsten muss man sagen, haben wir natürlich durch die HV, durch die Hauptversammlungszeit, auch jede Menge Dividendenausschüttungen. Heute zum Beispiel schüttet die Deutsche Börse AG, der Börsenplatzbetreiber hier in Frankfurt, seine Dividende von 2,90 Euro aus. Rheinmetall bezahlt 2,40 Euro heute und Drillig bezahlt 5 Cent. Ja, und dann hatten wir noch einen IPO, einen Börsengang, ja etwas Seltenes in solchen unruhigen, in solchen Krisenzeiten, aber Exasol, Datenbankspezialist, Datenbankanbieter, die haben sich im wahrsten Sinne des Wortes aufs Parkett getraut und es ist gut gegangen, muss man sagen. 9 Millionen Aktien hat man herausgegeben, Preis lag bei 9,50 Euro, gut, das lag mitten in der Preisspanne. Die hatte man angesetzt bei 8,50 Euro bis 10,50 Euro. Rausgekommen sind dabei letztlich jetzt 87,4 Millionen Euro. Also durchaus geglückt, kleiner, feiner Börsengang und das in den unruhigen Zeiten von Corona, Covid-19. Ja, da bleibt nur mir Ihnen heute einen schönen Vatertag, einen schönen Feiertag zu wünschen. Wir sehen uns dann spätestens nächste Woche wieder.